Willkommen zurück. Wir sind wieder auf der Hof Bergmann hier unterwegs und ja, wir haben ja gestern den Agroliner hier zur Gemüseplantage hochgeschickt. Jetzt werden wir erstmal hier das ganze Kompostzeugs hier einmal einsammeln, was hier so noch rumliegt. Zum einen, was wir hier auf dem Boden haben. So, da müssen wir einmal an und wir haben ja noch ein paar so Häufchen in den Gewächshäusern, da werden wir auch gleich mal uns ein bisschen drum kümmern. So. Gut, das haben wir schon mal. Jetzt geht's hier. Hier lag auf jeden Fall was drinnen. So, nur gucken, dass wir da auch mit der großen Schaufel reinkommen. Na, was sind wir? So, hier mal gucken. Ja. Dass wir da auch möglichst viel mitbekommen, aber irgendwie. Na gut, ich glaube, das ist auch das Problem mit der dieser Stufe. Ich denke, wir werden jetzt das nächste Mal einfach rückwärts reinfahren und raus zu schieben. Ich glaube, das dürfte mehr Sinn machen. Oh, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Erstmal einigermaßen richtig positionieren. So, das will schon mal nicht so wirklich. Na gut, lassen wir's. Wenn das nicht will. Wir können ja mal gucken, ich weiß nicht, wir hatten glaube ich in der hintersten war auch noch so ein Haufen. Also hier ist keiner. Hier auch nicht. Ja, hier gucken wir mal, ob wir das noch zumindest ein bisschen wegbekommen. Dann können wir ja gucken, dass wir erstmal das, was jetzt im Anhänger drin ist, einmal dann rausholen und in die Gewächshäuser einfach noch reinschicken. Ja, guck mal, hier ging es jetzt fast komplett. Ja. Lassen wir auch. Wir haben ja die ersten beiden hier auf dieser Ebene schon voll gemacht mit dem Kompost. So, das heißt, wir können den Radlader hier mit dem Anhängerchen schon mal wieder gen Heimat fahren lassen. So, dann machen wir aber das Ding mal runter hier. Und du fährst dann
müssen wir. Bleibt uns eigentlich nur die Hofeinfahrt. So. Dann gucken wir mal. 5.500 Liter haben wir noch. Ja. Da gucken wir mal, wie wir das da reinbekommen. Ich habe, glaube ich, bei dem Video mal gesehen, dass der Krüger auch da gerade so in die Einfahrt hier quasi reinpasst. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Ja, gucken wir. Geht. So, dann nächstes Tor, nächstes Loch. Ja, mal gucken, ob wir da die zweite Reihe auch noch mit komplett versorgen können. Ich glaube nicht, dass es reicht, aber wow, auf jeden Fall, wir haben wieder ein bisschen was getan, dass die auf jeden Fall hier problemlos weiter produzieren kann jetzt, diese Anlage hier, und uns eben wirklich stündlich ein bisschen Kohle aufs Konto spült. So, nur oh, das Loch treffen. Ah, ich schaff's noch, keine Angst. So, jetzt aber. Schauen wir mal, ob wir es hier besser treffen. Ich hatte gehofft, dass wir es beim ersten Anfahrt gleich schaffen, aber nee. Ja, wieder den Türrahmen. Ich weiß, wir müssten steiler reinkommen. Aber wenn der Platz fehlt, ist es halt schwierig. So. 1800, so jetzt gehen wir mal so rum. Mit ein bisschen Glück reicht das ja doch für alle. Das wäre ja am genialsten. Ja, guck mal. Auf Anhieb. So, der T560, das ist der Drescher, der ist fertig. Das hört man doch sehr gerne. So, einmal ein bisschen weiter rum, ja. Liter bleiben übrig, ist das nicht geil? So, aber den werden wir künftig für diese Arbeiten immer nehmen. Das heißt, den schicken wir jetzt zum Hofsilo entladen. Dann geht's weiter. Der Drescher. Gucken wir mal. Boah, sieht glaube ich ganz gut aus. Dann entladen wir die Kiste mal. Immerhin noch mal 7000 Liter, ja.
Ja, und jetzt müssen wir halt warten, bis unsere Sämaschine auf dem anderen Feld fertig ist. Sehe nichts. So, passt aber. So, dann heißt das mal da durch. Wenn du voll bist, machst du dann nicht mehr das, sondern einfach nur abladen, dann Obstsilo entladen. Und los geht's. Das war ein Anhänger, der mir voll vor die Schnauze gelaufen ist. So, Drescher zusammenbauen. Und wegparken, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Runtergeschlängelt. Außer fertig. Ja, Kollege, du hast das hier wieder nicht geschafft mit der Einfahrt. Das kennen wir aber von dir. So, ach ja. Hier zwei. Ach, der klemmt hier fest mit dem Frontlader. Oh, komm mal den runter. Komm. So, ja, guck mal, der lädt ab. Dann können wir gleich mal gucken, was haben wir denn jetzt an Raps hier im Lager. Raps, ja, 72.000, fast 73.000. 13 noch was. Du bist jetzt aber auch fertig. Ja, du fährst hier noch rum. Ach ja, Butter. Das heißt, wir haben hier das erste 5000 Liter Fass. Das nächste hier drunter. Hier ist inzwischen auch Butter gemacht worden. Ein bisschen weiter, bis das Fenster hier ist. So, abladen. Hier müssen wir auch ein bisschen weiter drehen. So, dann brauchen wir wieder 5000 Liter Milch. Erstmal Ernte abgeschrieben lassen. Das müssen wir halt warten, bis unser Kollege mit der Sämaschine drüben auf der Heizung, genau, bis er da fertig ist, dass er dann eben die drei auch machen kann. Ja, wird, denke ich mal, noch eine gewisse Zeit dauern. Wir können ja gleich mal rüber switchen. Crashplay sagt uns ja an, wie lange das dann noch brauchen wird. So, das waren 3000, was haben wir jetzt hier noch? 11,7. Warten, warten.
So, das müssen ja jetzt die 5000 Liter sein. Das heißt, da kann schon wieder weiter produziert werden. Also, nein, Deckel zu und an. So, du brauchst noch 45 Minuten. Aber du brauchst auch Saatgut, sehe ich. Das heißt, wir schnappen uns wieder ein Big Pack und bringen den dann erstmal rüber. So, 1300 Euro Lohnzahlung, ja, muss halt auch sein. So, Saatgut haben wir auf jeden Fall noch ziemlich viel. Das ist aber auch hier wieder so ein ausgelutschter. Mal gucken, wie viel hat der? Ah, 400. Nehmen wir. Wir müssen halt erstmal so die Reste jetzt leer machen. Damit wir das so eins nach dem anderen dann einfach abhandeln können. So, der hat ja noch eine gewisse Zeit, das heißt, wir lassen den einfach hier erstmal stehen, weil, oder ja, mal gucken, wie das sich verhält, wenn wir von der Seite ranfahren. Gut, dann lassen wir den hier einfach stehen. Drescher, den genau, können wir mal nach den Eiern hier gucken, wie es da aussieht. Ja, es sind auch schon wieder 3 Kartons. Ah, ach ja, genau. Er zeigt das ja jetzt an. Ich habe hier das Global Company Skript mit reingenommen. Und der zeigt mir ja so. Option einfach an. Ich weiß ja, das ist ja hier vom Fass vermutlich nicht. Nee. Aber hier müsste er wieder sagen, ja, Heu haben wir eben gesehen. 4000 Liter. Mal gucken, wie sieht es bei den Saatgut Big Packs aus. Ja gut, die kennt er nicht. Ja, dachte ich mir schon fast. So, er macht gerade die Umfahrung. Sehr schön. So, den da. Das kleine grüne Fässchen und Wasser. Wasser für die Hühner. Das kleine grüne Fässchen. Da steht das nicht noch drüben? Da war doch was, glaube ich. Da war doch was. Jo, nehmen wir das hier. Es ist eben mit dem Global Company Script, ist ja, ich habe es ja in der Standard-Version drin, ist halt auch der Pferdehelfer mit drin. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unsere 16 Pferde alle reiten, sondern das müsste dann im Grunde automatisch erfolgen. Sehen wir aber dann auch bei Zeiten irgendwann. So, wir sind aber ja schon wieder fertig für heute. Es ist wieder Wahnsinn, kaum was gemacht und die Zeit ist schon wieder rum. Also ich würde mich freuen, wenn er morgen wieder reinschaut. Bis dahin, macht es gut und tschüss.